Die FDP will die Mütterrente abschaffen. Extremes Armutsrisiko für viele Millionen Mütter, die Kinder in Deutschland erzogen haben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Herrschaften in Berlin, die Ampelregierung hat es ja bis heute, 16. August 2024, nicht hinbekommen, oder aktuell zumindest nicht hinbekommen, eine Einigung im Haushaltsstreit auf den Tisch zu legen. Ja, also der Lindner hat ja vor ein paar Tagen verkünden lassen, dass der Haushalt immer noch in Teilen verfassungswidrig sei. Angeblich geht es da um ein Gutachten, was er beauftragt hat. Und in dem Gutachten geht es darum, dass Teile des Haushaltes immer noch verfassungswidrig sind. Und dann gibt es dann so glorreiche Vorschläge von seitens der FDP. Also die sind jetzt sozusagen völlig entfesselt, die Brüder von der FDP, die Brüder und die Schwestern der FDP. Und die wollen unter anderem auch das Entwicklungshilfeministerium streichen. Dann sollen alle Ministerien pauschal 1,5% ihres Haushalts einsparen. Lindner hat das auch öffentlich bekannt gegeben. Der wurde dafür gerüffelt vom Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler. Und im Grunde genommen ist es jetzt wirklich so, beide können ja eigentlich nicht mehr miteinander und das ist alles nur noch ganz, ganz fürchterlich. Und ich erinnere an den Spruch von Lindner, der hat gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Ja, und ich glaube, dass die Ampelregierung aktuell richtig schlecht regiert. Jetzt gibt es ja diesen Vorschlag von Wirtschaftslobbyisten, auch von Teilen der FDP, die sagen, die Mütterrente soll mal gestrichen werden. Ja, so. Und das betrifft, also wenn man diese Mütterrente streichen würde, würde das ungefähr 9 Millionen Mütter betreffen. Meistenteils sind es Mütter, die die Mütterrente bekommen. Es gibt einen ganz kleinen Anteil von Vätern, die auch die Mütterrente bekommen. Aber es betrifft mehr oder weniger die Mütter. Und klar ist eins, wenn die Mütterrente gestrichen wird, dann sind das über 100 € weniger Rente pro Monat. Wenn man das mal auf die 30 Kalendermonate, die man ja für die Mütterrente 1 und 2 bekommen kann, hochrechnet. Ja, meine Damen und Herren. Und da ist es natürlich so, die FDP, wieder mal die FDP, die hat ja schon Ende 2023 gesagt, Mensch, wir müssen die Mütterrente streichen und vor allen Dingen auch noch die Rente mit 63, die muss auch weg. Und so kriegen wir die Haushaltsprobleme in den Griff. Ja. Und nun hat sich aber auch mal ein bisschen die CDU positioniert und die hat Folgendes gesagt. Die CDU, die Mütterunion, ja, die Seniorenunion warnt davor, das Armutsrisiko würde erheblich steigen. Und CDU, CSU sagen ganz klar, dass sie die Mütterrente nicht streichen werden, denn die Mütterrente war ja sozusagen ein Kind der CDU, CSU und auch wenn die FDP die Abschaffung der Mütterrente auf den Tagesordnungspunkt setzen würde wollen, würde es ein Nein durch die CDU, CSU geben. Die sogenannte Seniorenunion warnt ausdrücklich davor, den unvergleichlich hart wären insbesondere Frauen mit kleinen Renten betroffen und deren finanzielle Situation würde sich nachteilig verschlechtern. Und weiter, so heißt es auch, die Mütterrente, die ja auf Vorschlag der CDU, CSU eingeführt worden ist, ist eine wichtige Maßnahme zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten bei der Rente. Sie ist zwar keine eigene Rentenart, aber sie steht für die stärkere Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten. Und bis heute und so ist es auch tatsächlich so, bis heute ist immer noch keine vollständige Gleichbehandlung erreicht worden. Die Gesetzesreformen der Mütterrente 1 und 2 kommen eben an die 36 Kalendermonate Kindererziehungszeiten für Kinder, die nach 1992 geboren worden sind, nicht heran. Und deshalb sagen die Leute von der CDU, CSU, Seniorenunion, sie sind
entschieden dagegen, dass die Mütterrente 1 und 2 abgeschafft wird. Das würde zu Lasten von 9 Millionen Müttern gehen, die in Deutschland wirklich mit Herzblut und mit viel Liebe ihre Kinder geboren und erzogen haben und damit einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet haben. Ich finde es schon ein Skandal und eine Frechheit, dass Leute von der FDP, Wirtschaftslobbyisten, Wirtschaftsweise wie Frau Grimm und wer auch immer da noch mitspielt, es sich wagen, wirklich wagen, das in den Mund zu nehmen und hier unseren Müttern die hart erarbeitete Rente, diesen Anteil an der gesetzlichen Rente einfach wegzunehmen. Das finde ich ist schon ein Skandal und eine Riesenfrechheit. Ich sage ja immer so, wie es ist. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Aber hier ist es wirklich so, viele von denen, die das fordern, die wären persönlich davon gar nicht betroffen. Unter anderem Herr Lindner, der hat ja wahrscheinlich keine Kindererziehungszeiten oder wird wahrscheinlich keine gesetzliche Rente bekommen. Und viele andere von den Herrschaften der FDP und den Wirtschaftsweisen, die horrende Beamtenpensionen bekommen oder dann eben über ihre Bundestagsangehörigkeit als Abgeordnete dann nach 4 oder 8 Jahren Bundestagsmitgliedschaft auch eine über den Durchschnitt liegende Altersrente bekommen und da auch keine Kindererziehungszeiten mit einberechnet werden. Also meine Damen und Herren, aufhören mit diesem Unfug, aufhören damit, die Leute zu verunsichern. Sie haben es gelesen und Sie haben es gehört. Die Seniorenunion der CDU ist strikt gegen eine Abschaffung der Mütterrente 1 und 2. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.